Hallihallo und willkommen zurück auf der Atlas in a New Beginning. Ja, wir sind gerade mit Faye hier unterwegs. Sie hat eben eine Funknachricht reinbekommen. Irgendwas von wegen Anschlag? Hört sich nicht gut an. Und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir die Antenne irgendwie besser hinbekommen, glaube ich. Beziehungsweise, dass wir eventuelle Stördinger, wie zum Beispiel diese Antennen, da ausschalten. Soweit habe ich das mitbekommen und ja, schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Hallo? Hey Lou, bleib mal eben in der Leitung, ja? Oh, hallihallo. Was kann ich für Sie tun? Du telefonierst gerade, ja? Mach das mal bitte nicht. Du bist Funker? Richtig. Sag mal, du bist doch mit Ben Svensson hergekommen, nicht? Ja, wieso? Seid ihr verwandt oder so? Ist er dein Onkel? Wieso willst du das wissen? Ach, nur so. Überlegst du, sie zu verführen, mal so ausgedrückt? Wenn die verwandt wären, hättest du ja vielleicht freie Bahn. Wenn sie aber zusammen wären, dann wohl nicht. Naja, ist egal. Ich interpretiere vielleicht ein wenig zu viel. Funkst du gerade? Wieso fragst du? Könntest du einen Moment lang damit aufhören? Du störst mein Signal. Du und Ben, ihr seid Arbeitskollegen, richtig? Nein. Ach, seid ihr nicht? Ich dachte nur, weil ihr beide so zusammen rumreist. Würdest du bitte meine Frage beantworten? Natürlich. Wie war sie nochmal? Bist du leicht abgelenkt? Wie habt ihr euch beide kennengelernt? Hör bitte auf zu funken, du störst mein Signal. Hey, das war doch nur eine harmlose Frage. Ich muss einen Freund kontaktieren und dein Funksignal stört mich dabei. Würdest du also bitte endlich aus der Leitung gehen? Ich fürchte, das geht nicht. Ich spreche gerade mit Lou von der Bohrinsel nebenan. Wir haben sehr wichtige Dinge zu besprechen. Wie lange noch? Bis zur Mittagspause. Wann ist Mittagspause? Sie hat gerade angefangen. Aber ich und Lou haben uns festgequatscht. Da kann ich doch nicht einfach aufstehen und abhauen. Svensson und du, ihr seid also keine Arbeitskollegen und auch nicht verwandt? Ja, das würde ich mal gerne wissen, mein Freund. Warum stellst du mir diese Fragen über Ben? Wieso? Man darf doch mal etwas neugierig sein, oder? Ist ja sonst auch nicht viel los auf der Insel. Also ich glaube, ich wüsste, wie du das bekommst, was du möchtest. Ja. Warum machst du nicht Mittag? Ach, die Kantine ist so weit unten und ich bin so faul. Macht aber nichts. So habe ich mehr Zeit für Lou. Ich muss los. Bis dann. Heißt, wenn wir ihm was zu essen geben, könnte es sein, dass... Okay, also hier haben wir noch eine Kiste. Die haben wir schon durchsucht. Die hat sicher guten Empfang. Ich sollte das Ding hier irgendwo anschließen, ne? Kann ich das so machen? Das Kabel ist viel zu kurz, um beide Antennen miteinander zu verbinden. Kann ich das Kabel verlängern vielleicht da mit diesem Kabel? Ist ja noch eine Option. Selbst wenn ich die Kabel zusammenlöte, würden sie nicht bis zum Funkhaus reichen. Woher weißt du, was ich denke? Na gut, wir fragen nochmal Oggi gerade. Ich habe eine Weile nicht gespielt, das muss ich ehrlicherweise zugeben, deswegen würde ich gerne noch so ein bisschen die Lage peilen. Hallo Oggi. Oh, hey, na? Was kann ich für dich tun, Faye? Wie verstärke ich die Sendung? Verbinde deine Antenne mit einer größeren. Ja, genau, das wusste ich noch. Jo, jo. Heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder runter, auf jeden Fall. Was anderes haben wir nämlich nicht hier. Ich wette, da kommen wir nicht rein. Der steht da wahrscheinlich nicht ohne Grund. Die ist zu. Die ist zu. Okay, dann versuchen wir mal. Reden wir mal mit dem Aufpasser, was er uns noch zu sagen hat. Ah, entschuldigen Sie. Aber Sie dürfen da nicht rein. Warum nicht? Die Präsentation ist nur für Investoren und Bohrinselpersonal. Warum gehen Sie nicht in die Kantine? Was essen? Ich sage Dr. Svensson dann, dass Sie dort sind. Ich sehe mich lieber noch etwas um. Danke. Wie Sie wollen.
Das ist gut. Kantine hört sich gut an. Dann könnten wir nämlich dem Typen was zu essen besorgen. Oh ja, supi. Nee. Hallo, liebe Leute. Ich bin die Fay und sehr appetitlich sieht's hier aus. Hallo. Unsere Köche tragen Handschuhe und Mundschutz, damit bei der Produktion keine Bakterien in die Nährstoffpakete geraten. Ja, er nicht. Er raucht. Was gibt's? Ich hoffe, was zu essen. Was kann man hier essen? Was ist? Nichts. Wir haben Apfelstrudel und Rackfisk. Was ist Rackfisk? Ich hätte gerne dieses Rackfisk. Gute Wahl. Ist ganz frisch zubereitet. Da. Ich hätte auch gern Apfelstrudel. Ich hätte gerne den Apfelstrudel. Kommt sofort. Bon Appetit. Wenn er noch zu kalt ist, schmeiß ihn in die Mikrowelle. Danke. Ich guck mal. Der Strudel ist kalt. Kein Problem. Gib sie her. Okay. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Da. Bis dann. Ja. Ciao. Muss man nicht eigentlich da... Keine Ahnung. Halbgarer Matsch. Wie kann man nur sowas mögen? Okay, ich guck mal, ob wir das Rackfisk reicht, um unserem lieben Herrn Kollegen an der Funkantenne zu sagen, dass er bitte endlich verschwinden soll. Hallo. Ja. Ich hab dir Essen mitgebracht. Ich hab dir Essen mitgebracht. Oh, echt? Rackfisk. Guten Appetit. Oh, mein Lieblingsessen. Hey Lou, ich muss Schluss machen. Essen ist da. Das kannst du mir später erzählen. Hab gerade Mordskohldampf. Bis dann. Lecker. Er scheint mich vergessen zu haben. Na, umso besser. Okay, also der funkt jetzt nicht mehr, nehme ich an. Die hat sicher guten Empfang. Ja, das hatten wir schon. Wo ging's da nochmal hin? Zum Doc, ne? Genau, der Doc wollte uns ja nicht gehen lassen. Können wir hier nochmal reinschauen? Zu. Nee. Aber ich will da auch gar nicht wieder rein. Ja, er hat abgeschlossen. Okay. Rettungswesten brauchen wir nicht. Die 23 ist ebenfalls zu. Das wissen wir. Jetzt also einmal im Zimmer umschauen. Ich denke mal, das ist relativ... Okay, warum ist... Warum? Na gut. Was für ein schönes Material. Wie es wohl hergestellt wird? Du meinst Holz. Okay. Oh, mir hat jemand eine Nachricht geschrieben. Herzlich willkommen auf der Forschungsstation Atlas 11, dem Zuhause der international geschätzten Svensson-Hinrichs-Cyanobakterie. Mahlzeiten sowie Kaffee und Kuchen werden rund um die Uhr in unserer wunderbaren Kantine im ersten Stock serviert. Wenn Sie mit dem Festland telefonieren möchten, kontaktieren Sie bitte unseren leitenden Funker auf dem Dach. Wenn Sie sonst etwas brauchen oder vermissen sollten, wenden Sie sich bitte direkt an mich, Barney Flint, zweiter Stock, hinterste Tür, einfach klopfen. Im Namen des gesamten Teams, Duwe Svensson und Lissa Hinrichs, wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viele lehrsame Stunden. Gezeichnet Barney Flint, Managing Director. Sehr hochgestochen, muss man schon sagen. Da hat man mal Sonnenlicht und stellt den Schreibtisch trotzdem in die dunkelste Ecke. Naja, wenigstens sind die Menschen dann schon an das Leben im Bunker gewöhnt. Ja, so kann man es auch sehen. Wow, da könnte man ganze 5 Fays drin stapeln. Interessante Vorstellung. So, Moment, eine Sache noch. Solche Adventures lieben es, etwas hinter der Tür zu verstecken, aber hier gibt es scheinbar keine Tür, die ich schließen kann. Okay. Sah eben so aus, auch wegen dem Kreis gerade. So, Barney wird nicht hier sein, genau. Heißt, wir gehen nochmal hier raus. Vielleicht können wir die Antenne einfach verschieben jetzt. So.
Oggi hat die Antenne an den Helikopter montiert. Kann ich den Apfelstrudel benutzen? Nee. Auf keinen Fall. Auch nicht. Keine Ahnung wie. Nee, das ist ja zu kurz. Ach, ich warte, Moment. Ah, ich bin auch doof. Einmal das Geländer oben, bitte. Das Geländer leitet ja so gesehen auch. Und ich kann es daher als Kabel benutzen. Zack, und jetzt kann ich funken. Jawohl. So. Ich denke, das sollte funktionieren. Hallo? Immer noch kein Empfang. Was? Warum nicht? Sie steht stabil, aber der Empfang ist trotzdem zu schwach. Ich bin's wieder. Hey, Faye. Wie war das mit den Störwellen? Such nach Geräten, die Wellen aussenden und, schalt sie aus. Bis später. Jojo. Die Mikrowelle. Keine Ahnung wie. Würde ich jetzt einfach mal spontan vermuten. Die Frage ist, ich habe kein Metall. Wie? Ich komme nicht ran. Her damit! Da 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 da. Da. Hi. Was gibt's? Bis dann. Ja. Ciao. Singt er jetzt was anderes? Dann muss ich das nur dreimal machen und dann geht die kaputt oder Kein so? Kein Problem. Gib sie her. Der muss auch denken, ey. Die Alder hat sie nicht mehr alle. Da 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 da. Da 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 da. Nein, okay. Also. Da. Wie wir alle wissen, brauchen wir etwas Metall, um diese Mikrowelle zum Explodieren zu bringen, beziehungsweise einfach, dass sie kaputt geht. Zumindest hat man mir immer erzählt, bitte kein Metall in die Mikrowelle tun. So, hinter der Tür ist bestimmt was. Auch nicht. Mann, warum macht ihr das denn nicht? Der Trick, den habe ich jetzt durchschaut und dann macht ihr den nicht mehr. Das hilft mir alles nix. Das Kabel kriege ich auch nicht in den Strudel. In den Helikopter komme ich nicht rein. Nochmal in die Kiste gucken, ob ich da irgendwas übersehen habe. Das habe ich aber schon gemacht eigentlich. Leer. Na gut. Okay. Sie ist jetzt Teil meiner Zeitfunkantenne. Ja, das muss doch reichen, ey. Ja. Ich muss los. Bis dann. Der hat also auch nix. Ja, aber ich... Also wenn ich das Ding nicht... ich probiere mal noch was anderes aus. Ansonsten bin ich ehrlich gesagt leicht überfordert. Weil entweder wird mir hier irgendwas nicht richtig angezeigt, wenn ich hier die Leertaste drücke, um zu sehen, wo was ist. Oder... Nein, das wird doch nur fettig. Ich komme nicht ran. Was gibt's? Der Strudel ist immer noch kalt. Her damit! Nee, der macht dann nur das, wenn das ist das Gleiche. Bis dann. Ja. Okay. Also auch das nicht. Ja, viele Optionen habe ich nicht mehr. Ich gehe jetzt noch einmal hier unten drin gucken, obwohl ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass ich hier tatsächlich alles durchgewühlt habe. Ah, ich habe das Fenster noch nicht angesehen. Schade. Der Blick geht raus auf die Bohrinsel. Ich hätte gerne mehr vom Wasser gesehen. Du bist auf dem Meer, Faye. Aha. Ja, das habe ich natürlich übersehen. Super. Hoffentlich.
Hoffentlich fällt es nicht zu, solange ich hier draußen bin. Ach, warum sollte es? Können wir jetzt den Arzt anbrüllen? Er steht auf der Brücke und raucht. Ach, ich denke mal, wir müssen da rein, ne? Können wir... Das wir haben hier keine Auswahl. Verstehe ich nicht. Warum nicht? Du sollst das da drauflegen. Keine Ahnung. Okay. Also scheinen wir das auch noch nicht zu brauchen. Die Kommode können wir nicht öffnen. Da ist nur eine blöde Nachricht, die keiner braucht. Hinter der Tür war auch nichts, beziehungsweise ich konnte sie nicht schließen. Nein, geht nicht. Und auf dem kleinen Schild hier steht auch warum. Wegen Umbauarbeiten ist die 23 bis auf weiteres außer Betrieb. Nicht schlimm. Ja, das kennen wir auch schon. Gut, dann würde ich nochmal sagen, reden wir mit dem Doc. Weil das Fenster ist ja jetzt offen. Ich dachte, ich hätte sie auf ihre Kabine geschickt. Dann gehe ich eben wieder. Ich denke nur an ihre Gesundheit. Wissen Sie, wollen Sie Apfelstrudel? Also das, mein Problem ist, ich weiß im Prinzip, oder ich habe eine Vermutung, was ich tun muss, aber ich weiß nicht wie. Mir fehlt da ein Gegenstand für, den finde ich nicht. Meine Sachen gehen Ihnen nichts an. Ach doch, Apfelstrudel geht Ihnen schon was an. Er ist doch ein netter Kerl, oder? Ein ganz, ganz netter ist er. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nichts mehr. Oggi. Mein Liebster, hier, Apfelstrudel? Ich weiß nicht. Sie steht stabil, aber... Der Empfang ist zu schwach. Oggi hat die Antenne an den Helikopter montiert. Funken haben wir schon probiert. Geländer haben wir schon probiert. Ich habe die Metallrampe mit meiner Zeitfunkantenne verbunden. Genau, und das hast du hier unten auch getan. Es sind circa 5 Meter von der Antenne bis zur Rampe. Ja, fragt mich nicht. Das Ding ist auch aus Metall. Aber das ist das Einzige, was ich hab. Also bin ich irgendwie... Übersehe ich irgendwas? Nee. Ich muss doch irgendwas übersehen. Irgendwas Wichtiges. Weil ich kann keine Gegenstände mehr mitnehmen. Ich hab mit allen geredet, die hier sind. Die Antenne ist hier verbunden. Heißt, es ist eigentlich nur diese Mikrowelle hier unten. Das Problem. So, das habe ich ja inzwischen... Oder das habe ich ja relativ gut, denke ich mal... geschlussfolgert, oder bin ich da, stich da auf dem Schlauch und hab da irgendwas jetzt verpeilt? Nee, also hier ist auch nichts mehr, wo ich hingehen könnte oder so. Hier rein will sie auch nicht gehen. Einen Automaten will sie auch nicht. Kein Problem. Kann ich in der Zeit irgendwas machen? Da 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 da. Da 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 da. Nee. Da. Ja, das weist hier da, also das weist eindeutig darauf hin, dass ich irgendetwas mit diesem Apfelstrudel auf jeden Fall anfangen muss. Ich weiß nicht. Herr Aufseher, vielleicht lassen Sie mich rein, wenn Sie Apfelstrudel kriegen. Wie sieht's aus? Nein, nein. Nicht. Mit Barney Apfelstrudel. Das bringt nichts. Bringt das was? Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt, es tut mir leid. Keine Ahnung wie.
Ja, gut. Dann tut's mir leid. Dann werde ich das Folge jetzt beenden und dann bis zur nächsten Folge ein wenig hier rumprobieren, um rauszukriegen, ja, wie ich die Mikrowelle außer Gefecht gesetzt bekomme. Die Tür hier kann ich, wie gesagt, nicht schließen. Hier ist noch eine Tür, die kann ich öffnen. Durchzug oder... Ach komm, erzähl mir doch nicht... Ach. Wer hat das denn vergessen? Lack für die Nägel, Tusche für die Wimpern, ein Stift für die Lippen. Wer braucht denn ein Malset für das Gesicht? Ah, diese Feile sieht nützlich aus. Ach Leute... Gut, da habe ich so nicht mit gerechnet, dass ich da reingehen kann. Das hat mich einfach so gewundert. Aber ich habe nichts gesehen. Also ich fände es ja eigentlich netter, wenn ihr das vielleicht ausblenden könntet, wenn ich die Tür aufmache, damit ich auch sehe, dass da was ist. Aber gut, kann man auch auf meine Doofheit schieben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder, wo wir dann die Pfeile im Apfelstrudel verstecken. Bis dann.